Moin Leute, willkommen zurück zu unserer nachgespielten Frauenweltmeisterschaft. Heute mit dem Spiel Brasilien gegen Jamaika. Ja, Brasilien definitiv Favorit hier in dieser Partie. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Ja, dann müssen wir das so machen. Und ja. Let's go. Schaut definitiv die anderen Spiele. Ach, ich mache hier gar nichts, Leute. Ich trinke noch einen Schluck. Huch, da ist mein Laptop ausgegangen. Großer Schluck getrunken. Guckt euch alle Spiele gerne an. Aber ich gebe euch einen Tipp. Vor allen Dingen Italien oder Australien gegen Italien. Bombenspiel. Bombenspiel. Ich denke mal, das wird jetzt. Ja, okay, ich sage jetzt nichts zu früh, aber ich denke mal, das wird jetzt nicht das spannendste Spiel. Dachte man gerade auch. Aber das ist schon ein Unterschied von den Ratings her. Ich glaube nicht, dass es da was gibt. Aber gerade das Spiel, das war wirklich richtig. Boom, also das hat richtig Spaß gemacht aufzunehmen. Schuss kommt! Boah, gut gehalten. Von Brasilien, ja. Und das war jetzt ein bisschen Dummheit auch. Miri. Boah, ist meine PlayStation wieder laut. Ja, Jamaika hat den Ball. Aber Brasilien holt ihn wieder. Brasilien steht sehr hinten drin, finde ich. Und aufpassen, Jamaika kommt. Klar wollen die hier auch mitspielen, aber der Favorit sind die jetzt hier nicht in der Partie. Jamaika mit der ersten Chance hier. Ja, Brasilien macht das nicht schlecht, aber bisschen zu passiv sind die mir. Flanke kommt von den Brasilianern oder Brasilianerinnen. Ja, also bis jetzt noch nicht so ein Spektakel, diese Partie. Hätte ich mir schon mehr vorgestellt. Aber ja, alles Taktik. Eigentlich Brasilien nicht alles nach vorne werfen, aber warum stehen die so defensiv gegen einen Gegner, der eigentlich wirklich von den Stats her viel schlechter ist als die? Warum stehen die da so defensiv? Ganz ehrlich, das verstehe ich irgendwie nicht. Schöner Seitenwechsel, wenn er ankommt. Ja, kommt an. Gut gespielt. Ne. Verlieren den Ball aber wieder. Also, ich habe eine chancenreiche Partie, zwar eine einseitige chancenreiche Partie habe ich mir vorgestellt, also dass Brasilien hier dominiert, aber erstens, Brasilien dominiert nicht, zweitens, es gibt sowieso wenig Chancen auf beiden Seiten. Jetzt aber Jamaika vielleicht, nee, wieder gut abgewehrt. Und links jetzt mal ein bisschen Platz. Aber sie ist nicht so schnell und kann sich auch nicht durchsetzen, deswegen ist der Ball wieder weg. Er gibt wieder keine Chance. Schön den Ball wieder geholt. Und jetzt ist mal ein bisschen Platz da. Für einen Schuss. Schuss kommt, abgefälscht. Ja, nach 26 Minuten für jede Mannschaft jeweils, ja, eine Chance, würde ich mal sagen.
die Parade der jamaikanischen Torhüterin und einmal, wo der bei Jamaika so daneben ging. So, das waren für mich jetzt die für jeden eine Chance. Brasilien muss es jetzt mal gut ausspielen, aber sie können es nicht gut ausspielen, weil Jamaika auch gut hinten drin steht. Und dann zu wenig nachrücken einfach. Und jetzt gut gespielt. Wenn jetzt noch eine gute Flanke kommt. Flanke wird abgefälscht. Und was ein Fehler. Aber wieder gut gemacht. Nee, ja, aber der war jetzt nicht so gefährlich. Endlich mal wieder ein bisschen Action hier in der Partie. Aber das auch noch für den Underdog. Also Brasilien muss in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall mal zusehen. Die sind natürlich jetzt unter Druck, wenn es beim 0-0 erstmal bleibt bis zur Halbzeit. Der Underdog gerade mit ein bisschen Action wieder. Hätte ich ganz ehrlich nicht gedacht. Freistoß jetzt für die Brasilianerinnen. Kommt drüber. 37. Minute. Läuft. War gut, wieder gut. Und ein Packer oder so. Kommt hier wieder nicht vorbei. Und wieder die Jamaikanerinnen. Die es hier nach vorne versuchen. Mutig, mutig auf jeden Fall. Spielen die das hier. Und Brasilianerinnen, die müssen mehr in der zweiten Halbzeit bieten. Passquote ist schlechter als die von Jamaika bei Brasilien, also 70% nur, das ist wirklich sehr wenig. Ah, ne. Ja, jetzt gleich ist Halbzeit. Jetzt Brasilien hätte gerade mal was Gutes machen können. Aber das wird nichts. Bleibt beim Unentschieden. 0-0 zur Halbzeit. Bisschen enttäuschend für Brasilien, muss man sagen. Ja, bisschen enttäuschend. Was heißt bisschen? Also schon sehr enttäuschend. Weil die spielen wirklich nicht gut, muss man sagen hier. Abseits? Ja. Habe ich gesehen, wie die Fahne noch hochging im Augenwinkel. Und die mit Jamaikanerin, die haben hier keinen Druck. Also die können frei aufspielen. Wenn sie hier gewinnen, Wunder. Wenn sie hier verlieren, ist auch nicht schlimm, weil die sind natürlich hier der Underdog. Deswegen können die hier frei aufspielen und machen keine schlechte Partie. Muss man sagen. Aber ich denke mal, in der zweiten Halbzeit wird jetzt Brasilien noch kommen, also das können jetzt direkt mal ein paar, zwei Fehler, also es ist ein bisschen doof gerade gelaufen, aber ich denke mal, die kommen jetzt, also das können die nicht auf sich sitzen lassen, so eine erste Halbzeit eigentlich. Ja, und da wurde dann zu viel gedribbelt und Jamaika mit ein bisschen Tempo jetzt. Hier über die rechte Seite. Auf die linke. Linke Seite jetzt, Flanke kommt. Rein, Kopfball kommt aber nicht.
Guter Ball wieder auf die rechte Seite. Flanke kommt. Ja, also. Jamaika versucht es mehr nach vorne, ganz ehrlich. Also. Brasilien für mich sehr passiv. Machen es nicht sehr gut. Jamaika spielt einfach, wie ich es gerade vielleicht sagte, auch irgendwie frei auf, weil die haben auf jeden Fall in dieser Partie nichts zu verlieren. Wenn sie verlieren, ist denen auch egal, weil die sind hier deutlich der Underdog. Ich weiß nicht, ob in der ganzen Gruppe, aber auf jeden Fall in dieser Partie. Und die spielen natürlich hier ein bisschen frei auf. Die können hier spielen, wie sie wollen. Und bis jetzt 0-0 ist doch sehr gut. Und wenn sie hier jetzt vielleicht noch ein 1-0 kriegen oder ein 2-0, ist auch, glaube ich, für die nicht so schlimm. Weil ich denke mal, die haben schon mit einem 3-4-5-0 so gerechnet. Aber die Brasilianerinnen, die ja, kriegen ja fast gar nichts nach vorne. Also eigentlich müsste es jetzt nicht heißen, scheißegal das Ergebnis, spielt einfach frei auf. Sondern es muss wirklich auf den Sieg gehen, weil Brasilien schwächelt heute. Oder schwächelt in diesem Spiel, definitiv schwächeln die. Und Jamaika nutzt das auch ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier frei aufspielen ist oder ob das wirklich... Aber zweite Halbzeit gehört aus meiner Sicht bis jetzt Jamaika. Die stehen auch in der Verteidigung sehr gut, muss man sagen. Ja, also entweder 0-0, bis jetzt ein verdient wäre 0-0. Oder Jamaika gewinnt. Brasilien hat sich das bis jetzt noch nicht verdient. Aber es geht mit einer Chance. Vor allen Dingen jetzt. Vor allen Dingen jetzt. Und dann spielt die den nach außen. Und dann hat der Ball noch nicht weg. Aber abseits. Also ist der Ball dann doch weg. Und ja. Noch sind es... Ja, wie viele Minuten sind es noch? Ja, gute 20, sag ich mal. 18 Minuten, aber ja. Ball richtig schön in die Spitze gespielt. Jetzt muss die Flanke kommen. Oh, kann die Brasilianerin aber gerade sehen klären. 2 Meter ging der zwar daneben, aber das hätte auch mal schief gehen können. Können wir uns mal anschauen. Ja, 2 Meter zwar daneben, aber das hätte auch mal schief gehen können. Ecke jetzt Jamaika. Bei Ecken ist immer alles drin. Kopfball kommt nicht. Kommt noch ein Schuss irgendwie. Ja, da kommt noch mal ein Schuss. Und es gibt noch mal eine Ecke. Eckball kommt. Jamaika. Schuss. Tor. Jamaika führt 1-0. Jetzt ist Brasilien gefordert. Das war ein schöner Schuss. Ball gut hier rausgespielt. Und dann viel zu viel Platz. Ball nicht abgefälscht, aber der passt genau unten links. Also noch platzierter kann man den nicht schießen. Richtig stark gemacht, muss ich sagen. Also noch platzierter kann man den eigentlich nicht schießen. Na klar, noch ein weiter links, dann geht er noch mit dem Pfosten rein, aber ohne den Pfosten berühren, natürlich, der geht immer noch ein bisschen platzierter, aber der war richtig gut platziert. Und somit 1-0 Jamaika, jetzt ist Brasilien für die letzten gut 15 Minuten gefordert. Also jetzt muss Brasilien wirklich alles zeigen, was sie können. Sonst droht hier im ersten Spiel direkt eine Niederlage. Und das wahrscheinlich gegen den, ich weiß nicht, ich muss gleich mal gucken, wer noch in der Gruppe ist, aber wahrscheinlich gegen den schlechtesten Gegner aus der Gruppe. Also das wäre bitter. Und Jamaika hat sich das erarbeitet, finde ich. Die hatten davor ein paar, naja, gute Chancen jetzt nicht, aber ein paar richtig schöne Versuche auf jeden Fall nach vorne zu spielen. Also die haben es sich verdient. Die haben sich das verdient. Ganz einfach. Und wenn Brasilien kein Tor mehr schießt, dann ist es auch verdient, dass sie, wenn die das hier gewinnen. Finde ich. Weil Brasilien spielt spielen die halt wirklich. Die spielen wahrscheinlich das schlechteste Spiel ihres Lebens.
Ja, Schuss kommt hier nochmal, aber nicht gefährlich. Jetzt habe ich doch schon viermal gewechselt, oder nicht? Eins, zwei, drei. Nee, die Stürmerin auch? Nee, bin mir gerade gar nicht sicher. Jetzt bloß keinen dummen Fehler mehr. Ja, gut 5 Minuten mit Nachspielzeit noch. Mit Nachspielzeit. Es gibt 2 Minuten. Also es gibt meistens immer 2 Minuten. Selten, ich weiß gar nicht, ob es schon mal 3 Minuten gab. Und nochmal jetzt Brasilien und da machen sie noch das 1-1. Das ist bitter. Das ist bitter. Das hat sich nicht angekündigt. Aber da ist eine Lücke drin. Und natürlich jetzt alles nach vorne. Nochmal bei Jamaika. Die wollen hier den Sieg erzwingen. Und werden nochmal jetzt hier die Chance kriegen. Schuss, Tor! Was ein Spiel! Was ein Spiel! Sekundenvorschluss! Was ein Spiel! Aber das war auch ein richtig starker Schuss. Ich dachte erstmal, der Ball sei hier schon weg. Und dann holen die sich den Ball wieder. Pass! Und ja, das ist ein Schuss auf 16 Meter. Nicht unhaltbar. Definitiv haltbar auf jeden Fall. Aber der ist sowas von gut geschossen. Und der ist drin. Und es ist sowas von verdient, dass das hier nicht für Brasilien passiert ist, sondern für Jamaika. Christina Chang, oder wie das auch immer heißt, macht dein Doppelschlag und bringt Jamaika hiermit den Sieg. Richtig stark. Wirklich richtig, richtig stark. Wenn wir uns jetzt das Schussverhältnis angucken, geht es auf jeden Fall verdient, finde ich. Es ist auf jeden Fall verdient. So. Ja, Leute. Mir fällt gerade auf, mein Laptop ist leer. Da kann ich das Ergebnis gar nicht jetzt eintragen. Deswegen wartet mal ganz kurz. Oder ja. Wir sehen uns, denke ich mal, dann. So, sorry, ich denke mal, ihr habt mich nicht so gut gehört. So, ich wollte sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Kann ich jetzt gerade nicht gucken. Ach ja, ich weiß gerade, wie aus dem Kopf. Ist England gegen Schottland? Das ist die nächste Folge. Bis dahin. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.